So, Friends, es ist wieder soweit. Snack Attack. Ihr wisst, dieses Format werden knackige Fastfood-Gerichte hergestellt oder auch Gerichte, die deine Beziehung retten. Und heute widmen wir uns den Chili Cheeseburger vom Burger King. Burger King. Genau gesagt sogar der Double Chili Cheeseburger. Double Chili Cheeseburger, genau. Danke für deine Korrektur. Tristan ist auch wieder mit am Start. So sieht er aus. Double Cheeseburger. Wir schauen jetzt erstmal was da alles da drauf ist, ja? Ja. Ich würde vorschlagen, lass den noch einmal zerlegen. Ja, komm, lass uns den zerlegen. Also, Brötchen nicht getoastet. Sehr dünnes Patty. Innen sieht getoastet aus, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Leicht ja. angebraten, ne? Ja, denke ich auch. Ja. Käse unten aufs Patty, Käse zwischendurch und Käse oben. Nee, warte, Käse war nicht zwischendurch, du hast Patty nur falsch schon draufgelegt jetzt. Ich muss ganz offen und ehrlich zugeben, das ist einer meiner Lieblingsburger bei Burger King. Und mir ist noch nie aufgefallen, wie simpel der einfach ist. Wie wenig Zutaten. Der ist wirklich sehr, sehr einfach. Also ich esse ungern bei Burger King. Echt? Ja. Die Jalapenos kriege ich schwer verdaut. Aber was gar nicht geht, ist der Chili Cheeseburger bei Mc's. Chili Cheese? Ja. Haben die auch Chili Haben Cheese? Haben die auch, der geht gar nicht. Nee, das ist immer so. Der Beste ist immer das Original, weißt du? Dafür ist der Big Mac besser wie der Big King. So, ich würde vorschlagen, wir haben jetzt einmal analysiert, den Double Cheeseburger und zwar getoastetes Brötchen, eine Käsesoße, die haben wir ja drauf, es wird heute auf jeden Fall sehr, sehr cheesy, Jalapenos. Und genau die Zutaten haben wir schon vorbereitet. Unser wird sogar Halal Edition dann. Ja, genau. Das ist Burger King sowieso, die wollten sich melden wegen Halal mach Halal. Ja, womit fangen wir zuerst an, Tristan? Ich würde vorschlagen, lass uns als erstes die Patty schön formen. Dann haben wir das hinter uns, dann können wir schön die Soße zubereiten. Und während die Soße kurz bevor die Ende ist, braten wir nochmal die Patties. Warum filmst du heute so tief unten? Nee, wir haben ein neues Objektiv. Ach so, ich dachte schon, normalerweise bist du immer auf der Höhe. Diesmal bist du ganz weit unten. So mach ja, das ein bisschen ist so weitwinklig. Ah, okay. Keine Angst, ich gehe nicht unter die Gürtellinie. Okay, sehr gut. Dann lass uns doch mal die Patties formen. Hier haben wir richtig feines Rinderhackfleisch von Josef Bio. Josef Bio verkauft auch Halalfleisch. Ihr solltet da auf jeden Fall mal vorbeischauen bei denen. Da hat nicht nur wirklich leckeres Hackfleisch da, auch schon fertige Burger-Patties, Gewürz, Ungewürz. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Mit dem Code breiter als die Disco 10 gibt es nochmal Rabatt von uns. Und ja, viel Spaß beim Durchstöbern. Lass uns anfangen, ne? Mhm. Ah, ich muss das erst kneten. Ich muss das Fleisch erst kneten, Tristan. Damit das besser anpappt, weißt du, wie ich meine? Sonst hast du so mehr so eine Frikadelle. Ja. Wie ein Patty. Ja, verstehe. Wenn ihr Hackfleisch selber nimmt, knetet das auf jeden Fall richtig gut durch. Ich mache jetzt dann direkt schon Salz, Pfeffer rein. Aber du würzt das jetzt schon vorher. Ja, ich würze das jetzt schon vorher. Weil es ist, also eigentlich soll man nachher würzen. Ja, aber ich mache es jetzt vorher, dann habe ich das gleich einfacher wie mit der Käsesoße. Du weißt, die ist nicht so easy immer. Aber wir machen es aber einfach heute. Das sieht gut aus. So, schöne, dünne Patties, ne? Jetzt haben wir keinen Patty-Maker, aber ich denke mal, der Bizeps ist kräftig genug, den auch schön rot klein. Und ist doch nur fair, die meisten Zuschauer werden auch kein Patty-Maker. Ja, kriegt man auch so wunderbar hin. Habt ihr gesehen, wie dünn die waren? Das machen wir dann selber auch. Wie gesagt, knetet das Fleisch schön vorher durch, dann bleiben die auch schön platt. Und nicht vergessen, die ziehen sich nochmal zusammen, also. Safe. Was haben wir hier? Hier die Burger. Ich habe extra größere geholt, Tristan. Ja. Zack. Die sind wunderschön geworden, die Patties. Die sind sehr schön geworden. Die habe ich auch mit Liebe gemacht für sie. So. Weißt du, was ich vergessen habe? Was denn? Mein wunderbares Beast Kitchen Messer. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Gut, dass wir das heute nicht brauchen. Ja, aber die Leute sollen trotzdem auf beastkitchen.de vorbeischauen. Da seht ihr auf jeden Fall das Messer, womit ich eigentlich sonst immer koche. Und ihr findet auch dieses so geile Shirt und ihr könnt uns damit auch unterstützen. Mega nice. Welche Zutaten ihr braucht, findet ihr übrigens in der Infobox. Schreibst du das da rein? Ja, das schreibe ich da rein. Ja. Jetzt haben wir hier nämlich zum Beispiel einen schönen Block Cheddar. 400 Gramm. Ja. Müssen jetzt also knapp unter 200 sein. So, das kommen wir nochmal hier hin. Und jetzt wird gerieben, würde ich sagen, wa? Ich war ja vorhin an der Käsetheke
Und die Dame, ich habe sie letztens verärgert, war nicht mit Absicht übrigens, ehrlich. Aber es tut mir leid, die junge Dame, wenn Sie jetzt gerade zuschauen, hier Edeka zu Heide Gladbeck. Ich habe gesagt, ich hätte gerne ein Stück Parmesan. Ja. Das war für ein Gericht von Robert Mark Lehmann. Ich sage, ich brauche ein Stück Parmesan. Gibt es einen jungen und einen alten? Also ich mag immer die jungen und knackig. Und da ist mir rausgekommen, weißt du? Und das war eine ältere Dame. Fand sie nicht. Also sie fand es lustig. Sie hat es auf jeden Fall mit Humor genommen. Ist das diese etwas ältere, korpulentere Dame mit den kurzen Haaren? Nee, die nicht. Aber auch eine ältere Dame mit blonder Haare. Mhm. Heute war ich da, die so, nein, ich bediene dich nicht. Du willst noch jung und knackig. Ich so, nein, komm her, Schlucki. Du kannst mich bedienen. 300 Gramm Beef, 200 Gramm Käse. Ach ja, so, machen wir jetzt eine leckere Mehl. Erstmal mit einer, fangen wir mit einer Mehlschwitze an, ne? Für die Soße. Yep, genau. Dafür erhitzen wir jetzt erstmal hier schön den Topf. Dann nehmen wir ein bisschen Butter hier weg. Ich weiß nicht, was der Tristan heute noch vorhat. Aber so viel Butter brauche ich nicht. Sagt der, der hier ein halbes Kilo Mehl hingelegt hat, obwohl wir nur einen Teelöffel brauchen. Die Butter schmelzen wir jetzt langsam. Mhm. Betonung liegt auf langsam. Wenn man das zu schnell macht, verbrennt die. So, jetzt machen wir ein bisschen Step-by-Step Cheddar hier rein. So, machen wir schon mal die Hälfte an Cheddar rein. Dann seht ihr schon wieder ein bisschen Schmelz. Dann nehmen wir wirklich einen kleinen Schluck Milch dazu. So. Ja, da gehört auf jeden Fall viel Feingefühl zu. Absolut, absolut. Also wir hatten letzte Woche, wollten wir auch so eine Käsesoße machen. Leider ist uns die komplett verkackt. Also ja. Wirklich komplett. Die waren nur am Flocken und am Klumpen. Und hat nicht geklappt. Und das war wirklich so wie die erste Methode, wie wir das gemacht haben. Ihr macht, wie gesagt, ein bisschen Butter, etwas Mehl. Wirklich so einen guten Teelöffel Butter, einen guten Teelöffel Mehl. Dann etwas Cheddar, lasst den ein bisschen anschmelzen. Und dann gibt ihr nach und nach ein bisschen Milch, ein bisschen Käse. Und dann seht ihr, wird das langsam so eine schöne Konsistenz hier. Muss noch ein bisschen erhitzen. Ja, sieht gut aus. Ja. Das sieht gut aus. Ich mache jetzt direkt noch mal ein bisschen mehr Flüssigkeit. Kann die langsam runterkochen. Und derzeit machen wir jetzt die Patties, oder? Nee, wir geben jetzt noch mal schnell ein bisschen Rauchpulver dazu. Aber wirklich nur so ein bisschen. Weil, schaut mal, bei Burger King werden die Burger gebraten oder gegrillt. Die werden da gegrillt. Und damit ihr auch so ein gleiches Aroma hinbekommt, nehmt ihr auch ein bisschen Rauchpulver und dann passt das. Rauchpaprika, was sage ich da? Rauchpulver, Rauchpaprika, Entschuldigung, Leute. Smoked Paprika gibt es auf jeden Fall in gut sortierten Supermärkten. Mhm. So. Jetzt mit ein bisschen Milch verdampft, wird die so sowas. Behaltet euch auf jeden Fall immer so ein bisschen Cheddar als Backup. Ja. Weil die Soße mal zu dünn wird, dass ihr noch nachlegen könnt. So, wir werden jetzt die Buns anrösten. Ich fette dafür ein bisschen die Pfanne ein. Ja, die muss man immer rühren, sonst verbrennt die. Ist wie mit der Milch. Immer schön rühren, aber ich habe die jetzt runtergestellt. Also die ist jetzt, der Herd ist jetzt gerade auf 4. Ich will nicht, dass ihr jetzt sofort abpappt, weißt du? Ich will erstmal schön hier die Burger Patties anbraten. Die Buns, ey, ich verwechsel das auch so oft. Buns, Patties. So, hier stelle ich jetzt ein bisschen mehr hoch, damit die Soße wieder andickt. Meinst du, wenn die kalt wird, zieht sie sich zusammen, Tristan? Ich glaube, ein bisschen Cheddar kann noch. Ja, ne? Ja. So, jetzt aber, ich denke. Oh. Ja? Oh. Jetzt haben wir circa 250 bis 300 Gramm Cheddar-Käse genommen. Musst du dir merken, Tristan, für die Infobox, damit die Leute auch ein gutes Rezept haben. Ich denke, so ist gut. Ja, Mann. Soweit. Ja, also ich habe Hunger. Du hast Hunger. Da habe ich mir schon fast gedacht. Warum habe ich mir das schon gedacht? So, ich werde jetzt hier wirklich den Burger belegen. Und zwar, Käse war hier drauf, ne? Überall ist Käse drauf. Dieser Burger besteht praktisch aus Käse. So, ne? Mhm. Andere Seite auch. Oh, ganz wichtig.
Ich würde vorschlagen, weil das dein Lieblingsburger, einer deiner Favoriten ist bei Burger King. Tristan, ich glaube, heute musst du den Geschmackstest machen. Wir können ihn ja in der Mitte durchschneiden. Oh, sehr romantisch. Hier auch nochmal Käse? Nee, ich glaube nicht. Aber, ich meine, wir haben ja nicht unbedingt den Anspruch, den genauso zu machen wie bei Burger King. Wir machen den ja besser. Machen, ne? Genau, das meine ich auch. Also ich würde da nochmal Käse drauf fahren. Drei Stück kommen da immer drauf, ne? So. Hier ist das Original. Hier ist der Original. Sollen die Leute entscheiden? Ja, Mann, das ist eine gute Idee. Klar, lasst mal in die Kommentare, Leute, welcher, in welchen ihr gerne jetzt reinbeißen würdet. Ihr könnt auf jeden Fall mehr von der Soße draufhauen. Und das könnt ihr auch nämlich machen, Leute. Macht das einfach. Bismillah. Käse heißt es gefährlich. Ja. Mmh. Und würdest du sagen, der schmeckt dem Burger King Burger ähnlich? Ja. Ja? Mhm. Ich bin jetzt gespannt. Musst du mir sagen. Ich werde jetzt doch da reinbeißen. Ich würde ja sagen. Oh, Burger Fondue. Oh. Ist ja Fondue, ne? Burger Fondue. Ja. Oh. Wie mal. Boah, da werde ich jetzt reinbeißen. Hm. Ha? Geil, ne? Machen wir direkt nochmal, hör mal. Burger King kann einpacken. Das sind unsere Cheeseburger, Leute. Unsere Doppel-Cheeseburger. Double Chili Cheese, Entschuldigung. Aiwa. Mm. So, Friends. Double Chili Cheeseburger. Eine richtig geile, saftige Angelegenheit. Uns würde es freuen, wenn ihr das Ganze natürlich nachmacht. Markiert uns in den Stories. Lasst uns ein Abo und einen Kommentar da. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.